So, meine Damen und Herren, willkommen zurück bei Holzbein Kiel. Die Mission, erneuter Aufstieg. Erneut, das klingt so, als wäre ich ein Aufstiegsguru. Immerhin dreimal ist es mir in meiner Karriere geglückt. Wir sind die stärkste Mannschaft der Liga, müssen aber noch ein bisschen nachlegen. So, wir haben 4 Torhüter. Also mindestens einer zu viel. Wir müssen generell mal so ein bisschen am Kader schrauben. Hier den jungen Mann, den können wir doch mal verleihen. Ja. Ein Zehner und ein Elfer, das ist eigentlich zu viel für eine Drittligamannschaft. Aber so, den setzen wir mal auf die Leihliste, ist ja noch ein großes Talent. Jawohl. Ah, kann ich ihn nicht da wieder runternehmen? Ich wollte ohne Kaufoption. Ja, ich möchte so starke Spieler aber nicht abgeben. Vor allem, wir haben fast 40 Millionen Euro. Wir können es uns erlauben. So, mit dem Libero können wir aktuell auch nicht so viel anfangen. Aber den könnten wir eigentlich als vierten Innenverteidiger nutzen. Wir haben keinen RM und auch keinen einzigen LM. Was formationstechnisch so ein bisschen schwierig ist. Und jetzt können wir auch keine wirklichen mehr, also zumindest keine Stärke 7 mehr verpflichten. Gucken wir einfach mal, was der Transfermarkt so zu bieten hat. LMs erstmal so quasi gar nicht. Wir brauchen aber auch noch ein IV. Obwohl, wir setzen jetzt mal auf einen schmaleren Kader. Dafür stärkeren Kader. So, ich hätte gerne ein paar altbekannte Namen. RM oder LM. So, hier haben wir auch nicht mehr so viele. Fragen wir doch mal bei Baby nach. Na, für ihn kommt nur ein Spitzenclub in Frage. Ja, jetzt wollen sie mich alle nicht mehr. Werder Bremen, Reutelhuber. Kommt für ihn auch nicht mehr in Frage zu wechseln. Hier ist ein Spieler von Werder Bremen, Salaga. Hat er jemals mit mir zusammengearbeitet? Ein großes Talent. Rechtes Mittelfeld. Lauf schwach. Aber fragen wir einfach mal. Ansonsten LM. Nur mit fixer Ablöse. Stärke 7. Oh, die sind alle so alt. Dann Stärke 6. Gucken wir mal. Weiß der Mann? Dukit. 2,07 Millionen fixe Ablöse. Das klingt doch passabel. Stärke 7, Alter 30. Machen wir das so. Ansonsten, ich habe ja, die Rückrunden waren immer ganz gut, die Hinrunden nicht, sodass ich hier jetzt besonderes Augenmerk auf diese Vorbereitungsphase legen muss. So, wir fahren jetzt einfach mal sofort ins Trainingslager, legen dort einen Fitnessgrundstein, machen das mal auf den Fahrröhrinseln. Da wird richtig Kondition gepumpt, ohne irgendwelche Testspiele oder sowas. Dann machen wir auch nicht zu viele Testspiele, eins pro Woche. Irgendwelche Strandturniere lassen wir mal alles sein. Gegen Kaiserslautern, gegen Dortmund 2. Wir haben ja keine wirklichen Abgänge, aber kaum. Gegen Greuther Fürth hier und gegen Dynamo Dresden. So. Familientag wird hier aber gemacht. Ich werde auf die Jugend setzen, aber auch jetzt auch mal ein bisschen kurzfristiger denken und Spieler holen, die uns sofort weiterhelfen. Wir haben hier keine Zeit zu verschwenden in dieser Liga. Vereinsfest. Italienisch essen gehen. Ramba Zamba. Verbandsfest wird auch noch gefeiert. So, trainingstechnisch sofort eine brutale Konditionswoche. Frische ist gut, Kondition nicht. So, Gaetan Stiller beschwert sich, weil er sich gerne mit seinem Kumpel Renen ein Zimmer teilen würde. Arschlecken. So, Chillwell ist ein schöner Name. Der chillt ganz gern mal in seiner Freizeit. 17 Jahre jung. Er hat kein Talent, aber ist auf einer Position, die wir brauchen können. Durchaus ein Spieler mit Potenzial. Er ist noch minderjährig. Deswegen wird er erstmal für 5 Jahre verpflichtet. Salaga, Trainingsweltmeister, Führungsperson. Großes Talent, auch minderjährig. Laufschwach. Er hat eine Freundin, endlich mal wieder jemand mit Partner hier, dem mir gefühlt. Habe ich den. Ich kann mich zumindest nicht an ihn erinnern. Das spricht weder für ihn noch weniger für mich. Aber durchaus ein Spieler, den wir hier gebrauchen können. Zumindest bis
bisschen Breite sollten wir auch auf diesen Positionen haben. Hier der Mann hier, Dokt, schwer auszusprechender Name. Guter Techniker, kann den Ball halten. Keine Frau, keine Kinder von Bayern 2. Hat auch mal einen, kommt aus der Oldenburger Jugend. Kennt sich doch hier im Norden aus. 30 Jahre, das ist noch... Ja, ist eine 3 vorne, aber ist noch kein Mann vom alten Eisen. Der kann auch ein paar gute Jahre spielen. So, auch er würde gerne kommen. Gabriel Alves Moraes hat keine Lust, in der dritten Liga zu spielen, obwohl er das vertragsmäßig eigentlich tun müsste. Pröhl ebenso. Rehnen ebenso. Ah, super. 3 Unprofessionelle hier. Union Berlin gewinnt 4:0 gegen Birki Karaf aus Malta. Klingt wie Vogelfutter. Blanchard hat keine Lust, in der dritten Liga zu spielen. Elmo Hamadi, Stiel, die haben alle keine Lust, in der dritten Liga zu spielen. Alvarez lässt in einem Trainingsspiel 3 Bälle hintereinander durch die Beine rutschen. Er verliert 4 Motivationspunkte, die anderen Spieler lachen schon über ihn. Das ist ein Problem, dass wir jetzt hier derart viele Leute haben, die unmotiviert sind. Aber so ist das halt bei Abstiegen. Ne? So, Kasanid, dieses wechselt von Fürth nach Unterhaching. Schüssler von Freiburg nach St. Pauli. Bolic von Rostock nach Brügge, Foster von Hoffenheim nach Thessaloniki, Abdal Nezir von Eintracht Frankfurt nach Heart of Midlothian, Osman Pasa von Union Berlin nach Chelsea, Kovar von Wolfsburg nach Celta Vigo, Diaz von Braunschweig nach Valencia, Fink von Rostock nach Ostrau. Und wir werden schon wieder abgewertet, Abstieg. Chillwell. Das ist ein schöner Name, mit der Rücknummer 7 verkauft sich das sicher gut. Was mache ich denn jetzt hier mit den ganzen Unmotivierten? Das sind die ganzen Spieler, die relativ stark sind. Hier eine Stärke 11, Stärke 9, Stärke 9, Stärke 9, Stärke 10, Stärke 9. Nur wenige konnten die Motivation halten. So Profis wie der Webster. Ja, müssen wir mit den Leuten reden. Ich werde hier keinen gehen lassen. Unmotiviert bringen sie mir natürlich nicht so viel. Verlieren dadurch natürlich etliches an ihrer eigentlichen Stärke. Aber was soll ich tun? Finanziell habe ich hier keinen Grund, jemanden abzugeben. Wir trainieren weiterhin brutal die Kondition. So, führen persönliche Gespräche, um die Spieler wieder so ein bisschen zurechtzubiegen. Wir wollen jetzt den Salaga verpflichten. Vertrag bis 2050. Bremen möchte ihn aber auch nicht so einfach gehen lassen. Gerade die Bremer gehen... Gen Mischia. Herr Hock, 2,8 Millionen. Das ist knapp über Marktwert. Das können wir stemmen. Ein Spieler, der uns durchaus sofort weiterhilft, trotz seines jungen Alters. Können wir den Preis auch noch ein bisschen drücken. Die Bremer können so ein bisschen Pinke-Pinke auch noch gebrauchen. Und dann kommt er für 2,15 Millionen. Spielt sofort, ab sofort bei uns. Dumitrescu für über 33 Millionen von Olympiakos Piräus verpflichtet. Wir führen weitere persönliche Gespräche. Union Berlin mit einem 0:0 qualifizieren sie sich für die nächste Runde im UI Cup. Spielen jetzt gegen Slavia Prag. Stiller. Nein, wir sind so aufgestellt, dass auch unmotivierte Spieler zu den Stärkeren gehören sollten. So, Dukt. Bayern steigt aus, obwohl sie über 6 Millionen Handgeld geboten haben. Er wechselt für 2,07 Millionen. Fixe Ablösesumme zu uns. Patch. Er wird gepatcht. Er patcht den Kader von Benfica Lissabon. Über 20 Millionen. Wurde bezahlt. So, Salaga wechselt von Bremen zu uns. Zeugner von Norwich City nach Düsseldorf. Dokit von Bayern 2 zu uns. Kuran von Bielefeld nach Union Berlin. Salaga bekommt die Rücknummer 13, Dokit bekommt die Rücknummer 14. So, jetzt haben wir ein RM und ein LM. Möchte den Kader nicht noch breiter machen. Deswegen muss das jetzt einfach mal reichen. Obwohl, wir haben auch niemanden, der RM oder LM als Nebenposition kann. Und das braucht man ja schon in fast jeder Formation. Ich hätte zumindest noch gern einen Allrounder, der zumindest, oder einen RM, der auch LM kann oder so. Oder andersrum. Ich könnte natürlich auch einige Leute umschulen. So.
VfB Stuttgart. Wen haben wir denn hier? Suchen wir nochmal. LM oder RM mit fixer Ablöse. Alle so alt, obwohl hier der Sissa ist. Jung, großes Talent. Fixer Ablöse 600.000, das ist so ein Schnäppchen. Rechtes Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Er ist ein Egoist, die ganze Welt dreht sich nur um ihn. Aber was soll's, ne? So, mit denen würde ich gerne mal sprechen. Wir trainieren weiterhin brutal Kondition. Haben wir ja auch noch einen Jugendspieler, einen Stürmer. Der kriegt auch mal direkt einen Profivertrag. Muss ich halt irgendwie mit 4 Stürmern spielen oder so. So, Cesar, den würde ich gern verpflichten. Danach wäre unser Kader auch voll. Dann müssen halt Leute umgeschult werden oder die Formation dem Spielerpotenzial angepasst werden. So, der würde gern kommen. Den Frauen und Freundinnen gefällt das Vereinsgelände sehr gut. Sie kritisieren, dass die Männer ihre Schuhe nicht putzen müssen. So, auch der Sus wird hochgezogen. Einer spielt zwar auf einer Position, wo wir eh schon ein bisschen überladen sind. Wir müssen aber gucken, ob wir vielleicht noch ein oder zwei Spieler auch verleihen. René, die Freundin von Salaga, erklärt ihrem vollkommen erstaunten Freund, dass sie ihn nicht mehr liebe. Ach nee, ich bin jetzt mit Renen zusammen, nur damit du Bescheid weißt. Gerade frisch angekommen, dann passiert sowas. Ja, die Freundin wackelt nicht lang. Ja, hier, wie sieht's denn hier aus bei Sandra? Die könnte auch mal wieder... So, wir spielen gegen Kaiserslautern, lassen einfach mal die jüngsten Spieler auflaufen. Da kommen direkt einige neue zum Einsatz. Direkt drei Minderjährige spielen mit. Wir stellen das hier mal um. Gomez bringt Kaiserslautern in Führung vor 2.500 Zuschauern. Eine Schlange hier, keine Spiele mehr gesehen nach der Sommerpause. Fühlt sich wieder ganz ungewohnt an und frisch. So, wir wechseln mal komplett durch. Bare, Stiel, El Mohammadi, Stiller, Müller. Bare geht einfach mal in Sturm. Andersen kommt rein und ein Dur. Toll und Moore. Ja, die Sommerpause war ausgedehnt. Auf der Trainerbank zu sitzen, fühlt sich doch wieder glatt ungewohnt an. Jensen mit dem 2:0 für Kaiserslautern. Und wir verlieren. Diese Episode wird jetzt auch nicht so lang. Ich habe noch was vor, meine Damen und Herren. UI Cup. Berlin spielt mal wieder torlos gegen Slavia Prag diesmal. Bei ihrem Jugendtag ist ein Spieler ganz besonders aufgefallen. Francesco Burg, 13 Jahre. Stürmer wird verpflichtet. UI Cup und Union. Oh, sie lagen jetzt hinten, drehen das Spiel dann deutlich, gewinnen 5:1. Sind damit weiter, treffen jetzt auf FC Thun. Können sie tun und lassen, was sie wollen. Nochmal Wechsel vom 1. FC Köln nach Dynamo Kiew. Loser von Jahn Regensburg nach Netanya. Netanya, sagte der Vater und gründete den Verein. Gordon wechselt von West Ham United nach Mainz. Guyen von Preußen Münster nach Liverpool. So, wir wollen noch unseren Kader vervollständigen. Und trainieren jetzt nach dem Trainingslager. So, wir haben unsere Kondition hochgekloppt. Frische ist auch noch passabel. Jetzt trainieren wir einfach mal gemischt. Am Tag der offenen Tür kamen viele Fans. Wir sind hier noch bei KFC. Ich sollte, bevor ich klicke, einfach erstmal lesen. Er wechselt für die fixe Ablöse von 600.000 Euro zu uns. Damit ist unser Kader jetzt vollständig. Gegen Dortmund spielen einfach mal die motiviertesten Spieler. Dortmund 2, wohlgemerkt. Vor knapp 1.300 Zuschauern. Regero bringt Dortmund in Führung. Wir haben jetzt nicht so krass viele Testspiele angesetzt. Raschel mit dem Ausgleich. Und direkt 10 Minuten später macht er ein Eigentor. Er kann in alle Richtungen. Dieter Kronsteiner, das ist doch mal ein schöner deutscher Name hier. So, gelbe Karte für Webster. Und wir wechseln mal komplett durch. Blanchard,
Stil. Cäsar kommt. Stiller. Elmo Hamadi. Anderson und Ndur. Rühle mit dem Anschlusstreffer nach Vorlage Stiller. Torreiches Spiel hier. Stadion Rote Erde. Und wir verlieren in Dortmund gegen den BVB 2 mit 3:2. Noch ein nettes kleines Spielchen. UI Cup. Union verliert mit 0:1 gegen den FC Thun. Und direkt das Rückspiel. Da gewinnen sie wieder deutlich mit 1:4. Damit sind sie wieder weiter. Cesar wechselt von Uerdingen zu uns und vervollständigt unseren Kader. Stepanenko wechselt vom 1. FC Köln nach Schachtar Donetsk. Ich muss jetzt gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Spieler ausleihen kann. Pick von Ingolstadt nach Osasuna oder vielleicht sogar ganz abgeben. Kübler von Retafe nach Hoffenheim. Auf die Finanzen müssen wir jetzt nicht verstärkt achten. Tankovic von Freiburg nach Parma Calcio. Wir haben jetzt auch keine Unsummen ausgegeben. Villarreal wechselt von Wolfsburg nach Solna. Griffin von Nürnberg nach Subotica. Und Kubik von Düsseldorf nach Inter Mailand. Im nächsten Part, meine Damen und Herren, sehen Sie noch zwei Testspiele und dann geht's los mit der dritten Liga. Ich sage Tschüss und bis bald.